Bai, Junge, du bist eine Legende, Alter. Was macht er da? Was machst du da? Dazwischen, weg ist der Ball. Jung mit Son. Sie liegen vorne und schauen sie sich diesen Jubel an. EA Sports, Delays in the Game. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit den letzten Food Champions Spielen. Natürlich wird es auch noch diese zwei SBCs bei mir gleich geben, ja, wie ich die löse, ja, wenn das mal kommen würde, ja, beste Server iOS, also wenn die zwei werde ich auf jeden Fall noch machen und dann meine Verkäufe zeigen, die, mit denen ich Profit gemacht habe und dann noch ein paar Trading-Tipps, ja, die ihr bei solchen SBCs auch noch spontan und kurzfristig machen könnt. Squad Battle werden wir diese Woche endlich mal Elite 1 mit holen, haben jetzt, ja, über 2000 Punkte Vorsprung, 2700, sind nur noch 1,5 Stunden, sollte reichen, wenn nicht, habe ich immer noch 3 Spiele hier easy. Und ja, genau, Weekend League, im gestrigen Video habt ihr gesehen, oder im letzten Video, 16-2 am Freitag und Samstag mir erspielt, erarbeitet und dann heute Sonntag und da kann mir keiner was sagen, weil ich habe es auch über Twitter überall gelesen. Digga, das schlimmste Gameplay, was ich jemals wieder hatte. Und ja, 7 Spiele, 4 Niederlagen. Und das Krasse ist, Freunde, von den 4 Niederlagen war ich bei 3 bis zur 70. Minute mit einem Tor vorne. Sie haben dann irgendwas umgestellt, Freunde, und dann ging gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht, ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen konnte. Die machen das den Ausgleich und jetzt das Lustige ist, in den 3 Spielen habe ich in der 90. oder in der Nachspielzeit das Gegentor kassiert, wo ich noch verloren habe. Also müsst ihr ja mal wissen, wie ich eigentlich weggetriggert wurde. Und jetzt stehe ich bei 19 Siegen, habe noch 5 Spiele. Ich will jetzt das Spiel euch zeigen, das nächste Spiel, wenn ich das bestenfalls gewinnen sollte. Dann will ich so weit spielen, bis ich das Spiel verlieren sollte. Und dann zeige ich euch sozusagen noch die wichtigsten Spiele, ob ich Elite erreiche. Wie gesagt, es ist eigentlich voll traurig. Ich habe mir so eine krasse, gute, ja, Bilanz erarbeitet. So eine gute Situation. Und dann heute einfach, ja, ich kann dann nicht, wie gesagt, jedes Mal um 11 Uhr jetzt anfangen, ja, ich musste ein paar Spiele vorher machen und, ja, was soll ich machen, Freunde, was soll ich machen, ja, das ist halt so und müssen jetzt das Beste geben, wenn am Ende Golden Lions nur wieder rauskommt, dann ist es in Ordnung und Black Friday steht auch, ja, nicht vor der Tür, ist bald da und was ich da machen werde, kommt dazu auch nochmal die kommenden Tage ein Video, Monier werde ich wahrscheinlich auch nach der Weekend League verkaufen, und ja, jemand anderes hinstellen, weil ist doch nicht so geil, aber ich werde diese Weekend League noch mit denen spielen. Dann würde ich sagen, schnacke ich nicht so lange, wir gehen direkt mal in das erste Match. Hoffentlich, ja, Freunde, mal ein einfacher Gegner. Ich habe die letzten 7 Spiele, habe ich, glaube ich, fast nur gegen ein paar Icons gespielt. Also die Gegner waren auf jeden Fall nicht ohne und auch hier ist es ein starkes Team mit. Das geht eigentlich. Das ist muss schon ohne Witz, Freunde. Das nenne ich schon schwach mit Bale und Baby Clover, weil ist eine Icon, aber es ist eine Baby. Ja. Und Sissoko, ich weiß nicht, den wird er wahrscheinlich auswechseln. Bale natürlich und Son sind stark, aber ich habe gegen viel stärkere gespielt. Und dann würde ich sagen, geben wir mal unser Bestes. Mal schauen, ob es was geht. Wenn nicht, dann nicht. Let's go. Schieß doch! Digga, Bale ist so fucking fast. Und die Rea ist eine Legende. Let's go! Fehler vom Gegner! Jetzt mach den Krieg. Oh, ich dachte ohne Scheiß, dachtest du, es verkackt den noch mit links. Aber ja, ist reingegangen und ich hoffe, es ist ein Rage Quit, Freunde. Dann haben wir das schnell beendet. Die Schlamasse. Ah, damit hätten wir schon mal Gold 1. Das wäre wichtig, Freunde. Gold 1 ist Standard irgendwo schon geworden. Ja, damit haben wir Gold 1. Wir haben noch 4 Spiele, brauchen natürlich unsere 3 Siege. Diese Woche wäre es natürlich sehr, sehr wichtig. Ronaldo Doppelpack. Pogba, Vorlage und Tor und safe Suarez mit in Form, weil er 3 Tore im El Clasico geschossen hat. Damit, ja, haben wir schon mal Gold 1 Status geholt. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt 1-2 Spiele off-Kamera und dann kommen wir wieder hier rein. Nix. So, jetzt ist mein nächster Gegner. Jetzt kommt eh wieder Icon.
Ne, doch nicht. Ja. Sieht schlagbar aus. Son, Firmino, Dele Alli, in Form Mahrez, in Form Sigurdsson. Monier Eckballtor. Let's go, Digga. Ja, 4-1 Game Over, Alter. Mann. Alter. Messi. Prime 90 Ferdinand, 91er Herrera, wie der heißt. Jetzt der Spanier da. Komm, oh, komm, nein, nicht so ein. Oh. Mbappé! Ronaldo, Latte, du Bastard, Mann! Oh, Ronaldo, mit einem Pfeil in seine Fresse! Ja, Tor, das war immer, das war ein Tor, was denn, er rettet auf der Linie! What the fuck? Ja, ohne Scheiß, ne? Dieser Ferdinand kann ich ja jetzt echt heftig, der Ferdinand, ne? Aber mein Mbappé ist heftiger! Mein Mbappé ist heftiger! So, Freunde, wir sind zurück. Ich weiß nicht, ob ich euch die beiden Spiele gezeigt habe, die ich eben gespielt habe. Auf jeden Fall habe ich die beiden Spiele gewonnen. Das erste Spiel, ja, war ein bisschen lucky, sag ich mal. Nicht lucky, ja, zwei Eckballtore haben mir eine 2-Tore-Führung gebracht. Zwei Spiele haben wir noch, Freunde. Zwei Matchbälle. Und ja, Freunde, ich habe eben Cristiano Ronaldo Leihspieler eingesetzt und er hat potenziell das Spiel für mich gedreht. Ja, ich habe ihn in der Halbzeit, glaube ich, reingebracht und Freunde, ich will jetzt in den Kommentarbereich nichts darüber hören, was fair und unfair ist. Ich habe in dieser Weekend League gegen jemanden verloren, der hat Leihplayer of the Month, Hazard, Mbappé und Neymar gebracht und er hat mit zwei dieser Spieler einen Rückstand aufgeholt, indem er mit den beiden ein Tor gemacht hat. Nichts, ich habe nichts gesagt, ich beschwere mich nicht, because it's in the game. Ja, ich sag nichts gegen die ganzen letzten 10 Teams. Ich weiß nicht, ob ich euch ein Bild jetzt auch von einem Team jetzt zeigen kann, gegen die ich gespielt habe. Aber jemand hat zum Beispiel Prime Stoichkov, Prime Mateos, Prime, war noch Bergkamp, Prime Ferdinand, glaube ich, war dabei. Gegen so jemanden habe ich gespielt. Das ist vor 100% sure, weil der hat noch, glaube ich, Info vom Neymar, Info vom Alexandro gespielt, ja. Das ist for sure pay to win. For sure pay to win. Und ich habe auch nichts gesagt. Ich habe gegen ihn gespielt und ich habe gewonnen. Gegen sowas sage ich alles nichts. Und bitte, ja, es ist noch ein Spiel und ich mach, ja, was ein Road to Glory-Spieler noch in der Macht hat. Ich mache alles dafür. Für den Elite-Rang. Notfalls werde ich Neymar, Ronaldo und Messi bringen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir genug geschnackt. Wir gehen jetzt in das entscheidende vorletzte Match. Hoffentlich können wir es natürlich direkt gewinnen. Der nächste Gegner und hoffentlich letzte Gegner. Er hat einen roten Mbappé, er hat Neymar. Der hat eine saustarke Verteidigung. Er kann das Team ist überragend eigentlich. Vielleicht Coutinho und den Linksverteidiger nicht, aber der Rest sieht überragend aus. Ich werde mein Bestes geben, Freunde. Notfalls, wie gesagt, werde ich die Spieler bringen. Aber ich versuche es erstmal ohne. Let's go! Wieder dieselben, immer dieselben Fehler, die ich mache. Immer dieselben Fehler. Stark! Wichtig!
Let's go! Ich habe inzwischen auch Ronaldo eingewechselt, weil ganz ehrlich, Freunde, der Gegner ist so gut. Ich brauche den einfach. Oh mein Gott, Freunde, let's go! Der Gegner geht raus! Der Gegner geht raus! Der Gegner geht raus, Freunde! We did it! Erstes Mal Elite FIFA 19! Oh mein Gott! Let's fucking go! Das Lustige ist, es hätte kein besserer Moment kommen können als diese Woche, weil Freunde, ohne Witz, diese Woche könnte so eine heftige Team of the Week sein. Suarez, Ronaldo, Pogba, Freunde! Oh mein Gott! Finally, Freunde! Let's go! Road to Glory, Freunde! Ja, ich habe für eineinhalb, muss man fast sagen, einen Ronaldo eingewechselt. Die anderen zwei, Neymar und Messi, habe ich nicht eingewechselt. Und die kompletten Spieler vor habe ich ja mit ganz anderen Spielern gespielt. Sondern Lukas hatte ich gehabt, Player of the Month. Mir einen Ben Yedder gehabt und, glaube ich, Schweinsteiger. Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hatte ich noch dabei. Ich bin jetzt total am Arsch, total happy, Freunde. Ganz ehrlich. Es scheint so, ich muss leider, glaube ich, die Spiele wieder abends machen, sobald ich nachmittags bin, also oder generell, ja, zum Beispiel heute, ich habe nachmittags und abends gespielt, wenn da viel Traffic ist, sind die Server, der Gameplay wirklich nicht krass und nicht gut und ganz ehrlich, Freunde, ich bin so fucking happy, dass wir endlich diesen Fluch, diese Last wegzuhaben. Hey, ich muss Elite schaffen. Und wir haben es geschafft. Mit einem Spiel übrig. Vielleicht mache ich das gleich noch, ja, wenn die Kamera aus ist, noch auf for fun. Vielleicht schaffen wir 24 Siege. Dann ist trotzdem gut. Ja, 24-6 ist eine saukrasse Bilanz für mich, Freunde. Für mich. Road to Glory und für meine Verhältnisse, Freunde. Ich bin nicht der beste FIFA-Spieler. Ihr wisst das. Und dann. Ja, ist in diesem FIFA-Meta, also was OP ist, 4-2-3-1 oder generell hinten tief sitzen. Ich spiele nicht mal so, Freunde, ich spiele nicht so. Ich spiele 4-2-2-2 und 4-1-2-2. Das sind meine zwei Main-Formationen. 4-2-2-2 generell, ja, eher meine Main. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz schnell rein. Auswegloses Labyrinth. Alter, ich kann gar nicht mehr reden. Ihr müsst eigentlich nur, ja, so sagen, hier vorne links Bundesliga-Spieler tun und hier rechts, Kalsoa und hinten könnt ihr irgendjemanden reinstellen. Vielleicht, Freunde, ja, habe ich hier Chemistry drauf, also dann müsst ihr eher mit einem LM arbeiten, mehr Strong-Links reinhauen, dann kriegt ihr das auch hin, aber ich glaube, ihr habt das bestimmt auch schon gemacht. Und dann komme ich gleich auch noch ein paar Trading-Tipps, auf die ihr achten könnt, wenn ihr wieder solche SBCs seht. Ja, ich kann euch die ja nicht immer direkt sagen, aber dann lernt ihr das für die nächsten SBCs. Und zwar, wenn ihr diese SBCs macht, zum Beispiel Wilde Wesen. Ich war mit einem Kollegen in einer Party, wir haben die zusammen gemacht und er sagt dann so, ey, Digga, der LF, der El Sharari, kostet nur 850 Münzen. Der wird doch hier gebraucht, for sure. Ich habe ihn leider nur 6-mal mitgeholt, er nur einmal. Und da habe ich mir noch geguckt, oh, Linksverteidiger, die sind auch noch bei 950 Münzen. Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe die für 3.000 bis 4.000 verkauft. Paar für 1.500, weil ich ein Idiot bin. Aber das könnt ihr mitnehmen, wenn ihr, weil die wurden nicht angekündigt. Nicht viele haben diese SBC gesehen, ja. Das könnt ihr dann mitnehmen und sagen, ey, guck mal. Ich baue die jetzt und merke gerade, Alter, man braucht unbedingt ein LF von der Kalsoa. Man braucht einen Linksverteidiger. Und geht auf den Markt und ihr seht, die sind günstig. Dann wirklich, kauft sie ein und seid aber auch nicht so gierig, ja. Ihr merkt, oh, der ist über 3,5k. Dann merkt ihr, okay, mehr geht der wahrscheinlich nicht. Dann dürft ihr auch nicht so gierig sein wie ich. Aber ich habe die echt, glaube ich, noch für gute Preise verkauft. Sonst habe ich hier rechte Seite Bundesliga mit ein paar Untauschbaren. Glaube ich, Piszczek ist untauschbar. Nachbauen könnt ihr das vielleicht nicht, ich bin mir nicht sicher, Freunde. Ansonsten müsst ihr hier vielleicht auch noch mal einen Linksverteidiger einstellen, der von Juve ist oder Italiener. Ja, Premium Goldspieler-Pack. Ich kann jetzt nicht mehr so viel erklären, Freunde. Also ich bin so, ja, außer mir. Keine Ahnung, mir fehlen die Worte einfach. Ich bin echt einfach nur happy, dass ich Elite erreicht habe. Ich bin einfach nur happy, Freunde. Ich sag, vielleicht kommt die Tage noch sowas. Ich weiß noch nicht. Entweder mache ich dieses Premium Silver Pack Experiment oder wir holen uns Prime Gold Spieler Set oder ich hole für mein Fitness Team vielleicht hier, ja, Lalana oder so mit. Mal gucken, je nachdem, wie ich Bock habe. Jetzt zeige ich euch die Verkäufe, die ich noch gemacht habe. Ja, mein Jordi Alba hat sich noch verkauft. Können wir jetzt hier im Hintergrund sehen für 76.000 Münzen. Wie gesagt, es kommt noch bald ein Video über Black Friday.
Bernardeschi, ja, verkauft, die hatte ich ja damals für 700 gekauft, immer überteuert drauf. Dann die zwei habe ich für 950 Münzen mitgeholt. Hätte ich mehr mitholen sollen, ich Idiot, aber ja, immerhin 3k und hier 2k. El Sharabi, wie gesagt, für 850 geholt. Ich Idiot, denke mir, ich stelle für 1,4 drauf. Ja, überteuert, denke ich dann schon, weil die viele für 1,2 immer noch drauf waren. Und dann war der später auf einmal bei 4k, hier seht ihr 4,3. Dann habe ich noch zwei für 3,9 weggehauen, wie gesagt, 3k, easy Profit. Dann mein Terod hatte ich im Verein gehabt, 4-5 hätte man bestimmt auch dasselbe machen können, ja. Und dann hatte ich noch ein paar Silberspieler übrig gehabt, die habe ich per Web-App, ja, könnt ihr auch machen, mit PC geht das viel schneller, die Spieler dann durchzugucken und zu listen. Und nochmal ein paar Bronze-Packs wegen Fitness habe ich da ein paar geöffnet. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss machen wir noch die zwei Packs auf. Freunde, das wird geil, Freunde, nächste Woche. Da haben wir endlich zum ersten Mal auf meinem Kanal, auf meinem Roto-Chloe-Kanal, ja, ein Elite-Pack-Opening. Ich bin wirklich happy und es wird ein krasses Team of the Week sein. Vielleicht haben wir wieder Glück und können was Krasses ziehen und ja. Ja, wie gesagt, es kommt noch ein Video. Jetzt fragen ja viele, Team verkaufen, Team behalten. Ihr werdet dann meine Meinung dazu hören und was ich vielleicht auch empfehlen kann. Die kommenden Tage kommt das. Und dann noch, ja, am Ende ein Premium-Goldspieler-Pack. Vielleicht haben wir hier noch mal ein bisschen Glück. Vielleicht eine Leinwand. Ich will jetzt gar kein Walkout, aber eine Leinwand wäre korrekt. Ja, schade, ist trotzdem egal, Freunde. Ich bin happy, Freunde. Wow, Elite, Mann. Endlich, Freunde. Also wirklich, das ist schon... Das ist wirklich... Ihr denkt, das ist nicht krass, aber für mich ist das wirklich viel. Das ist viel, weil das ist... ohne Witz, das war bis jetzt nicht mein FIFA. Und ich habe jetzt einfach mein Team mal upgegradet und ihr seht oben ja die Münzen, es geht eigentlich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich muss überlegen, was ich mache. Es geht eigentlich noch mehr, aber das Team war eigentlich größtenteils wirklich Hammer. Es war Hammer wirklich. Ja, Monier ist vielleicht wirklich noch die größte Schwachstelle. Muss ich mal gucken, was ich mit denen mache. Und dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wirklich, das war, wow, endlich, Freunde, endlich. Smash den Like-Button, Freunde, ohne Witz. Ich hab's, ja... Mit der Hilfe von Cristiano Ronaldo, Freunde, es dauert nicht lange, ich verspreche euch, Black Friday hin oder her, die kommenden Wochen wird dieser Mann in unserem Team sein und dann wird noch mehr rasiert. Vielleicht wieder im Livestream, ich habe immer noch nichts aufgebaut, ich versuche es die kommenden Tage, vielleicht morgen mal, mich aufzurackern und aufzurackern. Aber ich habe schon ein bisschen Negatives gehört bei den ganzen großen YouTuber bei Weekend Leagues Livestream. Ich will mal selber schauen, wie das ist und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns spätestens Donnerstag zu den Elite-Belohnungen wieder. Ciao!